Ich habe dann viele Fälle gehabt, okay, gut, am Anfang wusste ich nicht, dass es um Epstein-Barr-Virus geht, aber ich habe, ja, ich wusste ungefähr, wenn ich jetzt den Leuten Magnesium gebe, Vitamin D ist ganz wichtig, dass alle Leute Vitamin D messen, weil dieses Virus ist in der Lage, Vitamin D-Rezeptoren zu blockieren. Es gibt auch viele Studien im Internet, kann man einfach so googeln unter Vitamin D-Rezeptoren Epstein-Barr-Virus und dann, so, das ist eine Strategie von diesem Virus wahrscheinlich, der geht in die Zelle rein, der beschäftigt sich mit Umprogrammierung und dann auf der Zelloberfläche werden diese Rezeptoren blockiert. Das heißt, Vitamin D kann unsere Soldaten nicht mehr aufwecken. Hey, hey, du musst aufstehen. Es gibt dann einen Feind hier, ne? Und sie kriegen kein Signal mehr von Vitamin D. Und deshalb habe ich damals festgestellt, wenn ich dann den Leuten Vitamin D gebe, Vitamin B, B12 und überhaupt ganze Bs, ne? Und Magnesium, das ist ein Wundermineral, ne? Und dann die sehen die Sachen auch dann ja, dass in dem Fall, dass du auch diese Viren hast, eine enorme Besserung fühlst, weil einfach so ganze Körper ja fängt wieder zu arbeiten, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt befallen bin mit Viren, was ja sehr wahrscheinlich ist, weil ja irgendwie fast alle ab einem gewissen Alter in der Bevölkerung im Durchschnitt befallen sind. Kann es also sein, dass ich jetzt also Vitamin D zu mir nehme, weil ich auch weiß, wie gut das ist. Aber es kann eben sein, wenn ich da stärker von betroffen bin, dass ich Vitamin D zu mir nehme, aber irgendwie es führt zu keiner Besserung, weil meine Zellen es nicht aufnehmen können. Ist das richtig, ja? Ja, genau. Ich habe Vitamin D genommen, aber mein Vitamin D ist nicht angestiegen. Jetzt weiß ich, seitdem... Bei dir jetzt? Bei dir selbst jetzt? Ja, bei mir und auch ja, bei 2, 3 anderen, wo ich auch Verdacht hatte, sie sind auch dann mit Viren irgendwie infiziert. Mhm. Und bei uns, obwohl wir jedem, ich habe dann zum Teil 50.000 Einheiten 5 Monate lang genommen. Naja, das empfehle ich aber niemandem, das ist auch falsch. Allerdings ist mein Vitamin D im Keller geblieben. Und das ist eine Strategie von diesem Virus. Es gibt viele Studien, wo man liest, zum Beispiel bei MS-Patienten, dass Vitamin D bei diesen MS-Patienten in den letzten Jahren enorm unten ist und beim Krankheitsausbruch auf einmal wieder in den Keller geht. Ah, dann denke ich dann, Gott, wer macht dann sowas? Ne? Gibt's dann, und dann, man bringt MS mit Epstein-Barr-Virus im Zusammenhang. Also, ich würde empfehlen, bei jeder chronischen Erkrankung immer eine Stufe höher gehen. Die Therapie, was ich vorschlage, und empfehle, das ist einfach so normale Entgiftung, Entsäuerung, okay, aber eine Stufe höher, dass wir auch an den Viren denken, dass wir unsere Diät und unsere Nahrung so planen, dass die Viren auch berücksichtigt werden, dass wir ihnen das Essen, was sie brauchen zum Wachstum, nicht geben, ne? Und dass sie da, sie werden, ja, das heißt, wir lassen sie verhungern. Aber die sind sehr kräftig, sehr stark. Die bleiben trotzdem im Körper, die warten auf die nächste Möglichkeit. Deshalb müssen wir unbedingt antivirale Komponente, wie diese Kokosmilch, Monolaurin oder auch dann Gigatina, mein Lieblingsrotalge, einzunehmen. Astaxanthin, OPC und auch Knoblauch, Ingwer, Süßholztee. Die sind einfach so alle Natursachen. Ne? Und ich meine, Natur hat auch die Therapie für uns. Diese gute Lavendel, ne? Ich habe immer in Lavendel-Section, das kann man auch bei Stressmanagement sehr gut benutzen. Ich meine, Lavendel beschützt sich auch in der Natur durch Lavendelgeruch. Also, ich weiß, dass die Viren diesen Geruch hassen. Also, wir können dann so ein Lavendel-Section immer mit uns haben. Das ist enorm stressabbauend und das ist auch gegen Viren. Mhm. Das heißt, Viren können sich ernähren oder reagieren auf Gerüche, ja? Das ist meine Vermutung. Das ist meine eigene Erfahrung. Aber denken wir auch daran, ich meine, wir haben auch ätherische Öle. Die wirken auch sehr gut antiviral. Man muss sie nur einfach so riechen. Man isst sie nicht. Man nimmt sie nicht ein. Diese Aroma, die haben auch Moleküle, die auch dann in den Körper reingehen und sie riechen können. Ne? Man muss nicht, unser Körper ist in Verbindung mit Gerüchen, ja, auch wenn wir etwas auf die Haut legen, dann wird es dann resorbiert. Ne? Das ist nicht nur, dass wir alles essen müssen. Unser Körper ist irgendwie flüssig, der ist auch dann irgendwie in Kontakt mit allen Sachen in Natur. Ja. Was ich zum Beispiel beobachte bei den Tieren, die Tiere riechen immer.
sie essen nicht alles, aber sie riechen überall. Ne? Das habe ich auch bei mir bemerkt, wenn ich da, es gibt dann Pflanzen, die vielleicht giftig sind zum Essen, aber man kann sie riechen. Und genau diese Gerüche brauchen wir auch. Ne? Das heißt, ein natürliches Verhalten habe ich dann auch in meinem Protokoll jetzt beim Update geschrieben. Wenn ihr dann einen kleinen Spaziergang habt, riecht ihr an die Blüten und Blumen, auch wenn man die nicht essen kann. Das wirkt auch enorm auf okay. Die Lösung. Ja, lass uns ein bisschen in die Richtung Therapie gehen. Also du hast ein Protokoll oder es ist ja mehr ein Buch geschrieben, wo du zusammengefasst hast, einmal deine Erfahrungen und Möglichkeiten, die man eben konkret unternehmen kann, um gegen die Viren vorzugehen. Und ich denke, ein paar Sachen davon hast du jetzt schon erwähnt. Und vielleicht können wir auch auf die eine oder andere Sache eben noch im Interview ein bisschen eingehen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit. Du hast eben von Mineralien und Vitaminen gesprochen. Wegen meiner Krankheit habe ich mich beschäftigt, was die Zelle überhaupt braucht. Deshalb in meinem Buch fange ich an mit Sauerstoff. Wir atmen nicht richtig. Wir sind so gestresst, dass wir die ganze Zeit im Stressmodus einatmen. Deshalb habe ich dann zum Beispiel großartige Buteyko-Atmungsmethode empfohlen, wo man weniger atmet und die Nase immer wieder zuhält. Dann erhöht sich CO2 in der Lunge. Und wo CO2 in der Lunge erhöht ist, und das ist auch wichtig, und dann wird Aufnahme von Sauerstoff in die Zelle sehr, sehr schnell laufen. Das heißt, von weniger Sauerstoff hat man mehr Effekt. Ne? Dann gehe ich aufs Wasser. Ich meine, wir sind wie ein Aquarium. 75% von uns, unserem Körper sind ist Wasser. Und dann 25% sind die Zellen. Das heißt, diese Fische. Also, dieses Wasser ist verschmutzt. Ich habe Wasser in meinen Destillationsgerät reingetan und dann habe ich geguckt, wenn ich destilliere, am Ende bleiben 3 Löffel so richtig stinkende Schlamm. Ne? Und am Ende musste ich das mit kochendes Wasser und Essig ablösen. Das heißt, diese Kalk kommt jeden Tag in unser Körper. Unser Körper ist verkalkt, unser Körper hat kein sauberes Wasser. Jetzt kannst du dann zu zig Ärzten gehen, zum Heilpraktiker gehen, Alternativmediziner und dann von oben im Aquarium 2 Globuli reintun. Tut mir leid, das Wasser ist verschmutzt. Das Wasser müssen wir austauschen. Und dafür haben wir zum Beispiel gute Dr. Norman Walker. Er hat dann in seinem Buch, der auch dann frei runterzuladen ist im Internet, geschrieben, wie man in 4 Tagen das Wasser durch ein großartiges Fastenmethode ändern kann. Ne? Indem man 4 Tage lang nur Zitrusfrüchte, Säfte trinkt, Grapefruitsaft und so. Wie gesagt, alles ist ausführlich geschrieben. Dann habe ich das im Protokoll eingegeben, dass wir Mineralien brauchen. Wenn der Mensch angeächtet wird, wir sind aus Wasser und Erde. Am Ende bleibt von einem Menschen 5-6 Kilogramm Asche. Ne? Die sind die Mineralien. Mineralien sind ganz wichtig. Du kannst beste Biosachen essen, beste Vitamine. Wenn du nicht die Mineralien hast, die Vitamine werden nicht resorbiert. Also wir brauchen Mineralien und leider kaum jemand weiß über großartiges Wundermineral Magnesium. Über Magnesium kann ich die ganze Nacht reden. Magnesium ist ein Wundermineral. Magnesium macht dich jung und dann du bleibst elastisch und Magnesium, wir haben 1000 Enzyme. Magnesium ist beschäftigt in 800 Enzymen. Das heißt, wenn du dieses Mineral nicht hast, 800 Enzyme arbeiten lahm oder arbeiten überhaupt nicht. Ne? 800 Enzyme brauchen Magnesium. 800 von 1000. Schau mal. Die Leute, die Magnesiummangel haben, schau mal, was sie haben. Sie können nicht entgiften. Sie sind depressiv. Sie haben Schlafstörungen. Sie haben Hochdruck. Sie haben Herzrhythmusstörungen. Sie haben Diabetes. Sie haben Wadenkrämpfe und sie müssen öfter in der Nacht aufstehen, aufs Klo gehen. Sie haben Säurereflux. Alles ist überschüssige Calcium. Wenn Magnesium im Mangel ist, hat man viel Calcium. Und Calcium drückt alles von Magen nach oben und von Blase nach unten. Ne? Deshalb müssen die Leute 3-4 Mal in der Nacht aufstehen, aufs Klo gehen. Das ist Magnesiummangel. Zähneknirschen ist Magnesiummangel. Hochdruck, wie gesagt, Herzrhythmusstörungen. Und das Problem ist, diese Leute gehen zu verschiedenen Ärzten, sie kriegen verschiedene Medikamente und leider viele Medikamente berauben das Magnesium nochmal. Ach ja. Dann keine Ursachentherapie. Und durch einen einzigen Mineralmangel, ne, und das ist Magnesium. Und
gute Natur hat dieses Magnesium. Wir müssen das ja, Magnesium wieder von Meer holen. Es gibt kein Magnesium in Böden. Böden sind leer. Und egal wie grün eine Gemüse sind, die haben kein Magnesium. Ich kenne dann viele Leute, die auch dann hochkostlich ernähren und viel Gemüse und trotzdem haben sie Magnesiummangel. Und dann gehen sie zum Arzt und Arzt bestimmt auch, nee, sie haben dann ausreichend Magnesium. Aber was der Arzt misst im Labor, das ist nur 1%. 1% findet man im Serum. Man muss das im Vollblut messen, weil 35% von Magnesium liegt dann in roten Blutkörperchen. Aber das machen die, die Ärzte nicht. Ne? Das ist dann nicht dann üblich. Sie messen das immer im Serum und das ist nur 1%. Und dieser 1% muss da sein. Restliche Magnesium gibt es im Herz, aber niemand macht dann Biopsie vom Herz. Oder auch dann im Gehirn. Ne? Und niemand kann das im Gehirn jetzt messen. Wir müssen unbedingt Magnesium in unserem Nahrung integrieren. Dann nehme ich dann auch Vitamin D. Vitamin D ist ganz wichtig. Vitamin D spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch bei viralen Infektionen. Dann gehe ich dann auf weitere Mineralien. Ich wusste nicht als Arzt, Ärztin, dass es 70 Mineralien gibt, dass der Körper braucht. Ne? Ich wusste mal nicht mal die Namen. Gut, jetzt weiß ich, wir brauchen 70 oder 72 Mineralien. Und gute Sangokoralle oder auch dann, es gibt Mineralien von Rocky Mountain, die sind auch sehr gut. Ja, dann gehe ich dann auf Vitamine im Protokoll. Wir brauchen Vitamin B12 vor allem, aber auch andere Vitamin B-Reihen. Ne? Dann brauchen wir Vitamin C. Wenn man besonders mit Viren zu kämpfen hat, Vitamin C hat eine enorm große Rolle. Und Selen, Zink und wie gesagt, ganz wichtig, direkte antivirale Komponente. Mhm. Ja, Germanium, Astaxanthin, OPC, Rotalge, Reishi und Ingwer und Knoblauch und Granatapfel und ganze diese Beeren, Kirschen, Obstmäßig, die sind alle antiviral. Und deshalb muss man davon jede Menge im täglichen Essen integrieren. Wenn du jetzt sagst, Magnesium ist so wichtig, es wird falsch bestimmt, wie bestimmt man es denn richtig? Also es ist ja dann irgendwie auch in den Zellen drin oder ist es nur im Blut? Was ist genau, Magnesium ist so im Serum einmal und einmal drinnen im roten Blutkörperchen. Also in den Zellen aber quasi das sozusagen. In den Zellen ist im roten Blut. 35% von unserem Magnesium liegt im roten Blutkörperchen. Darin wird es gespeichert, oder? Ja, im Labor misst man nur im Serum. Und im Serum muss 1%, aber auch wenn man Magnesiummangel hat, diese 1% muss da sein, sonst ist man gestorben. Okay. Der Körper versucht mit allen Mühe, diese 1% von wichtigsten Funktionen irgendwie konstant zu halten. Also, wir müssen rote Blutkörperchen zum Platzen bringen und dann, dass das rausfließt, dann können, das heißt, im Vollblut müssen wir messen. Aber die Ärzte machen das nicht. Okay. Das Magnesium. Wenn jemand Magnesium jetzt morgen misst, und das ist normal, das ist nur 1% vom ganzen Magnesium im Körper. Man muss das im Vollblut messen. Sonst, restliche Magnesium liegt, wie gesagt, im Gehirn und im Herzen. Und die Leute, die Magnesium, das habe ich auch gehabt. Ich hatte dann ganze Zeit Herzrhythmusstörungen gehabt oder so Herzrasen. Naja, was hatte ich dann in Medizin gelernt? Junge Frauen, schlanke Frauen neigen zu Herzrasen. Aber das ist doch keine Ursache. Was? Und jetzt weiß ich, das ist verschwunden. Das ist verschwunden nach Magnesium, Mangelbeseitigung. Oder meine Tochter zum Beispiel hat Zähneknirschen gehabt. Ich wusste nicht, dass Zähneknirschen wegen Magnesiummangel ist. Ach. Normalerweise, wenn du zum Zahnarzt gehst, dann kriegst du eine Schiene. Aber die Tierhalter wissen, wenn ihre Tiere Zähne mit Zähne knirschen, sie kriegen Magnesium. Das ist ja interessant. Ja, und dann, zufällig, meine Tochter hat Sport gemacht und ich hatte diese Magnesium als Tanzdermal, das heißt als Fußbäder und so festgestellt. Dann wollte ich, dass sie unbedingt die Beine im Eimer legt und sie so Fußbad kriegt. Und dann, keine Spur. Seit erster Nacht ist Zähneknirschen verschwunden. Sie hat dann ganze Nacht immer mit Zähne geknirscht. Und dann habe ich geguckt im Internet, Gott, Zähneknirschen ist durch Magnesiummangel. Dann frage ich dann die behandelte Zahnärzte,
ja, okay, wie ist denn, ach, das ist wirklich Stress. Ich habe gedacht, oh, warten Sie mal, Stress brennt ganze Magnesium. Wenn du Stress hast, du brauchst noch mehr Magnesium. Und deshalb, ich kann nicht sagen, Stress verursacht Zellkämische. Nein, Stress beraubt ganze Mineralien, vor allem Magnesium. Und deshalb, ja, die Kinder haben Magnesiummangel, sie kommen in Stress, Schulstress, Notenstress und so, und dann haben sie Zähneknirsche, ne? Und das ist schade, dass wir dann ihnen ja Schiene geben, ne? Und die Tierärzte wissen, dass die Tiere Magnesium brauchen. Also es spielt denn Magnesium auch im Zusammenhang mit dem Virus? Ja, natürlich, schau mal. Wenn 800 von 1000 Enzyme lahmgelegt sind, der Körper ist lahmgelegt. Du kannst nicht schlafen. Ja. Du bist gestresst. Und ja, du brauchst Magnesium. Ohne Magnesium. Ich benutze Magnesium. Ich meine, ich hatte auch meine Ohrinfektionen gehabt. Oder auch, ich nehme eine große Kanne Magnesiumwasser unter die Dusche an. Da kommt alles in meine Ohren. Ich mache dann Nasennebenhöhlen-Dusche mit Magnesium. Ich wasche dann meine Augen und denke daran, zum Beispiel diese Katarakt, diese graue Linse ist auch eine Art Müllbeutel für die Gifte. Ne? Und dann Magnesium ist Entkalker. Magnesium kann den Kalk wegschaffen. Ne? Mhm. Jedes Mal, wo ich dann Magnesium Augenbad nehme, dann nachher kann ich dann viel, viel deutlicher und besser sehen. Ach. Magnesium ist Wundermineral, Magnesium braucht jeder und das ist verschwunden in der Erde und deshalb müssen wir jeden Tag daran denken, dass unser Körper Magnesium braucht, besonders wenn der Körper gestresst ist und immer daran denken, es gibt Magnesiumräuber, einmal Stress, dann Reis, Weißmehl, Weißzucker. Wie würdest du denn das Magnesium empfehlen, dass man es zu sich nimmt? Über bestimmte Nahrungsmittel, über soll man es supplementieren? Was empfiehlst du da? Magnesium, schau mal, jetzt mein Wasser steht hier, das ist Magnesiumwasser, Magnesiumchlorid. Man kann das kaufen, Magnesiumchlorid, kommt das vom Meer und das ist ein Naturmagnesium. Das heißt, es gibt auch zum Beispiel in Apotheke Magnesiumoxid, was das taugt nicht. Das ist synthetisch. Dieser Magnesium kommt nicht in die Zelle rein, weil das hat andere Größe. Die Natur ist immer klüger. Und deshalb so ein Magnesium stopft die Nieren zu. Dann ja und verkalkt sogar den Körper. Wir brauchen dann Magnesium, der löslich ist und das ist dann Naturmagnesium, Magnesiumchlorid. Vor allem in Kombination, das heißt auf die Haut. Massage ist das Beste, aber wenn man das nicht schafft, einfach so Fußbäder. Am Anfang war ich jeden Abend mit den Füßen im Eimer. Ich habe immer Fußbad gehabt. Und wenn man versucht, durch die Haut Magnesiummangel zu beseitigen, braucht man nur 3 Monate. Macht man das nur per Einnahme per Mond und oder oral, dann braucht man 2 oder 3 Jahre. Die beste Methode ist dann transdermale Magnesiumtherapie. Es gibt auch dann viele Ärzte in Amerika, die darüber sehr gut in Amerika informiert sind und deshalb die Infos habe ich dann von Ihnen. Aber das ist ein Wundermineral und ich denke, alle meine Seminarteilnehmer, die Magnesium geben, ach Gott, sie berichten über Wunderberichte und auf einmal eine sagt, ach Gott, ich musste immer 5-mal in der Nacht aufs Klo gehen. Das ist Magnesiummangel. Wenn Magnesium im Mangel ist, das heißt, Calcium ist Überschuss. Und Calcium macht Stress, Calcium macht steif den Körper, Calcium macht Osteoporose, Calcium macht Überschuss, macht Karies. Wenn man hinfällt, wenn die Atem hinfallen und die Knochen brechen, Calcium ist wie Kalk, wie Kalkstein, der auf den Boden fällt, dann bricht man den Knochen. Aber Magnesium macht die Knochen und den Körper elastisch. Wenn man auf den Boden fällt, die Knochen sind elastisch, sie werden nicht einfach so zusammenbrechen. Ne? Also du hast jetzt gerade, ich hack mal einen, sogar von den Zähnen gesprochen. Ja? Also das heißt, Entschuldigung, wenn ich Zahnprobleme habe, Kariesprobleme vermehrt, kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass ich Magnesiummangel habe? Magnesiummangel. Ich empfehle immer mit Magnesiumgurgeln. Du kannst das als Deo benutzen. Der weiße Rand, wenn jemand schwitzt, ne, an der Achselhöhle, der weiße Rand ist Magnesium. Das heißt, du verlierst Magnesium, weil die Gifte rausgehen. Magnesium ist großartig bei Entgiftung. Und dann kann man genau durch Deo
Das heißt dann Magnesiumöl, das ist Magnesium aufgelöst im Wasser und das fühlt sich wie Öl, deshalb sagt man Magnesiumöl, aber hat mit Öl nichts zu tun. Und dann kann man als Deo benutzen oder auch dann Mundespray. Ne? Man kann einfach so irgendwo in der Tasche haben, auf dem Tisch, am Arbeitsplatz, immer als Mundespray. Man kann trinken, man kann auf die Haare tun, man kann auf den Kopf tun. Ne? Man, diverse, ich habe alles dann im Protokoll ausführlich mit Dosierungen geschrieben. Und wie gesagt, transdermal, das heißt durch die Haut, ist eine grandiose Anwendung. Was gibst du ins Wasser rein, wenn du so eine transdermale Therapie machst, wo du die Füße ins Wasser reinhältst? Gibst du da genau das Gleiche rein, was man auch oral einnehmen würde? Oder? Magnesiumchlorid, man kann das auflösen, trinken und im Fußbad, als Fußbad. Kann man auch kombinieren, ja, dass ich also sowohl Fußbäder als auch oral einnehme. Zum Beispiel Schlaganfälle bedingen die Ärzte, die Magnesium reden in Amerika, Schlaganfälle zum Beispiel. Viele Ärzte finden niemals einen Blutgrinsel. Gefäß ist zu, weil die Herrschaften vielleicht, wie mein Vater auch damals zum Beispiel, so Pizza mit jede Menge Käse gegessen. Käse ist enorm kalziumhaltig und dann führt mit Magnesiummangel zu Kontraktionen vom Gefäßband, das heißt zu Zusammenziehen, so dass Gefäß wird zu, ja, Areale kriegen dann kein Blut mehr und das passiert ein Schlaganfall. Deshalb habt ihr immer 5-6 Kilogramm Magnesium für solche Patienten, bevor der Notarzt kommt, sofort in Badewanne, 6 Kilogramm Patient rein und dann werden alle Gefäße auf einmal relaxed. Ne? Du musst immer daran denken, Magnesium und Calcium, die sind Gegenspieler. Und Verhältnis zu Magnesium und Calcium muss 1:1 sein. Aber wir haben auf einmal 10-mal Calcium und 1-mal Magnesium. Weil Magnesium und alle essen jede Menge Käse, Milchprodukte und die haben jede Menge auch Calcium. Und das ist Magnesium ist in der Zelle, sagt immer zu Calcium, hey, komm rein, mach deine Arbeit und verschwinde. Aber wenn Magnesium fehlt, der Calcium kommt rein, der ist jetzt der Chef, der bleibt. Ne? Und deshalb, du kannst auch nicht mehr tief träumen, weil tiefen Schlaf ist durch Magnesium. Ne? Du kannst auch nicht an deinen Träumen erinnern. Das ist wieder Magnesiummangel. Du liegst im Bett und hast sogenannte Grammophon-Gedanken. Ne? Du kommst nicht raus, du möchtest nicht denken, das ist Magnesium. Ne? Depressionen, Erschöpfungen, alles mal. Und natürlich dann solche Erreger wie Epstein-Barr-Virus oder auch andere Erreger nutzen das aus. Und wie gesagt, denken wir eben an Pastor, was er gesagt hat. Er hat geguckt, wie die Welt verrückt pasteurisiert. Und dann hat er mehrere Male, bevor er gestorben war, hat er gesagt, lasst ihr diese Erreger in Ruhe. Medium ist wichtig. Wir müssen unseren Körper, unser Medium säubern, so dass wir nichts anzubieten haben zu diesen Erreger. Letztendlich, sie kriegen ihr Essen, sie bleiben bei uns. Wenn sie kein Essen kriegen, sie verschwinden. Fertig. Das heißt ja immer, dass das Bakterium ist nichts, das Medium ist alles, gilt dann auch für den Virus. Ja, also. Ja.